Blue Peace Finance ist ein innovativer Finanzmechanismus, wodurch der Zugang zum Kapitalmarkt für lokale und regionale Institutionen, die Wasserressourcen verwalten, ermöglicht wird, also beispielsweise Städte oder Gewässerkommissionen. Dadurch kann sowohl öffentliches als auch privates Kapital für Wasserprojekte und somit für die nachhaltige Entwicklung in den Regionen mobilisiert werden. Außerdem wird dabei ein neuer Markt im Bereich der nachhaltigen Finanzierung kreiert, was für Investoren interessant ist. Der Finanzmechanismus beinhaltet die Emission von Obligationen, also sogenannte Blue Peace Bonds, und basiert auf einem diversifizierten Portfolioansatz, der es Investoren ermöglicht, in Projekte mit hohem Impact aus mehreren Sektoren zu investieren. Um das Risiko für Investoren zu minimieren, beinhaltet die Finanzstruktur auch einen Mechanismus zur Verbesserung der Kreditwürdigkeit. Wir rechnen damit, dass der erste Blue Peace Bond in der ersten Jahreshälfte 2024 auf den Markt kommt. Dadurch werden Projekte in einem Portfolio einer Flusskommission in Westafrika finanziert. Wir reden dabei von einem stark diversifizierten Portfolio von ca. 2 Milliarden US-Dollar mit Projekten im Bereich Energie, Trinkwasser, Landwirtschaft, Ökotourismus sowie anderen Sektoren. Die Schweiz ist hier ganz klar ein Pionier und hat durch ihre Unterstützung die Umsetzung eines solch innovativen Finanzmechanismus überhaupt ermöglicht. Aufgrund der langjährigen Erfahrung und Expertise der Schweiz im Bereich der Wasserdiplomatie war die Schweiz auch Vordenker und Initiator des Blue Peace-Ansatzes, wobei Wasser als Instrument für grenzüberschreitende und multisektorielle Zusammenarbeit gefördert wird.